Ja, hi und willkommen, mein Name ist Danny Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor, immer noch auf Kobo. Ja, das werdet ihr noch ein paar Mal hören, glaube ich. Wir sind hier auf Kobo und untersuchen hier Gerüchte und machen Gegner platt und gucken, was hier so los ist, ne? Ich komme gerade aus 5 Minuten von der letzten Aufnahmesession und hatte irgendwie Bock gehabt, noch ein Part aufzunehmen, ne? Passiert ja manchmal, ne? Und dann gucken wir mal, ne? Was wir so machen. Ich habe so einige Pläne, was wir machen, ne? Wir sind am Anfang des Parts. Gucken wir mal, ob wir endlich mal diese Leute hier kaputt hauen können, ne? Hier ist eine Abkürzung, die sollte ich vielleicht mal aktivieren. Okay, ich weiß, hier waren eine Menge Gegner, die haben mich voll fettisch gemacht, ne? Und da ist ein Vogel. Gucken, ob sich das jetzt ändert, jetzt wo ich mit meiner Macht ein bisschen stärker bin, ne? Hey, yo! So, erst einmal. So. Weiß nicht, ob das so gut ist, diese Abkürzung freizuschalten. Weil das nicht so sicher aussieht. So, ich wollte schon sagen, wie kann ich die eigentlich nicht treffen? Ich sehe gerade eine Biene. Boom. Ich habe jetzt einen stärkeren Machtschub. So, der ist auch schon weg, sehr gut. Ah! Nein, da war ich zu weit. Nein, 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 nein. Hey, warte mal. Boom. So. Leck mich. So kann man es natürlich auch machen, ne? So, jetzt kann ich das hier einsammeln. Ihr habt gut gekämpft. Da lebt viel chilliger, als ich gedacht hätte. Das ist mein Turm. Was willst du? Dir etwas anbieten. Einen Vorschlag. So, ich glaube, hier sind aber noch einige Leute, die ja auftauchen, ne? Wenn ich da vorbeilaufe. Aber ich gehe jetzt mal hier hoch. Na, guck mal, was es hier gibt. Da lief viel einfacher ab als beim letzten Mal. Haarknoten ausrüsten. Also was hier? Das ist ja sonst nie. Ach, wo bist du denn jetzt? Was macht der da unten? Wo ist denn hier noch einer? Ich weiß, hier waren nur einige nicht aktiviert, ne? Ja, ja. Nein. Hey! Ja, guck ich mal die Kombos hier an. Mit einem guten Daniro. Okay. Gut, das war sehr viel einfacher, als ich mir vorgestellt hatte. Aber ich bin ja so ein bisschen mächtiger, ne? Von daher war das ja eigentlich zu erwarten, ne? Was habt ihr eigentlich erwartet? Natürlich gehe ich hier rein und zerstöre einfach alles und mache jeden platt. Pff. So, aber das ist doch ein Upgrade. BD ist auch meditieren. Gesundheit, sehr cool. Yeah. Jetzt kann ich noch viel besser randalieren. Okay. Cool. Finde ich gut, dass das so funktioniert hat. Wie ich mir halt vorgestellt hatte. So, die nächste Sache, die ich machen wollte, ist, ich habe ja letztens diesen Vogel da entdeckt, ne? Ah, guck mal, wie angenehm das hier ist. Und zwar, da war ja so ein Vogel. Und den wollte ich mir mal anschauen, ne?
Hätte nicht gedacht, dass ich hier so hoch gehen kann. So, da. Ich glaube, der bringt mich dann da unten hin, zu so einem Gebiet, wo ich noch nicht war. Sieht jedenfalls so aus, ne? Bring mich zu neuen Ufern. Okay, warte mal, aber kurz. Ist da unten irgendwas? Ich meine, das ist ganz offensichtlich dafür da, dass man sich doch festhalten kann, ne? Für den Fall, ne? Aber ich habe gedacht, vielleicht ist da noch irgendwas. Lavaspalte. Ich habe gerade Kobo vom Vegas, habe ich gehört, irgendwie Kobo ist, glaube ich, der größte Planet, ne? Das heißt, wenn ich hier alles entdeckt habe, dann werde ich hier die ganzen anderen Planeten, die wir noch finden, wahrscheinlich jetzt nicht so beschäftigt sein, ne? Die Macht ist mit mir. Aber ist auch nicht schlimm, ne? So. Hey, Kollege. Mit der kann ich nicht interagieren. Da steht auch nicht irgendwie freundliches Wesen oder so. Okay. Alles klar. Weiß nicht, warum ich jetzt hier mit einem Doppellichtschwert die ganze Zeit rumlaufe. Warum nicht, ne? Kannst du das Lichtschwert ruhig wieder ausmachen, Kerl? Alter. Willst du mich auf den Arm nehmen, Mann? Vor allem, ich bin auch gerade nach vorne am Springen, aber irgendwie springt irgendwie so nach links. Da. Oh Gott. Ich will gar nicht wissen, ob wir irgendwann Kämpfe auf so Röhren kommen oder so. So Balancierakten. Ah, guck mal, jetzt komme ich dazu. Ich habe mir irgendwie schon gedacht, dass ich dann da hinkomme. Weil die Tür irgendwie so abgeschlossen war. Und rot war. Aber man kommt von der Seite, von daher. Was ist das? Käfig. Ne, das war drin, sehe ich gerade. Ne, komm im Käfig. Kann ich den aufmachen? Nö. Okay. Pff. Ich benutze euch nur als Plattform und dann. Sehr geil drauf. Ich wusste jetzt noch irgendwas. Ihr seht einfach diese Dinger im Käfig. Ich denke so. Ich kann nicht alles auf dieser Welt retten. Bist du okay? Er ist tot. Ich muss hier weg. Okay. Wird irgendwie den sein Besitzer oder Partner oder irgendwie so weiter. Und diesen Froschtypen. So, jetzt kann ich die Tür öffnen und da kommen jetzt direkt diese Viecher, ne? Boom. So. Ja, warum verfolgt ihr mich eigentlich die ganze Zeit? Stimmt eigentlich nicht mit euch. So, ging relativ schnell. Ich dachte, da wird mich irgendwie. Hältst du dich mal da fest? Danke. Ich dachte, da wird mich mit dem Beschäftigten halten, aber okay. Ja, wo geht's als nächstes hin? Hier haben wir letztens uns. Da kommen wir hoch. Und dann können wir dann so da rein. Da kommen wir dann wieder gleich zu dem Dings. Wir können uns ja mal. Ich will erstmal so ein Level abholen. Dann können wir vielleicht mal versuchen, gegen dieses Octobokto-Viech zu kämpfen. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Gesundheit. Jetzt kann ich mit der ganzen Welt aufnehmen, ne? So. Ja, Nase juckt. So, irgendwo jetzt eine Abkürzung.
So. Oh hey, da sind Leute. Boah, ich will aufhören zu blocken. Boah. Das sagt mir nicht, dass schon wieder so ein Schwäger. Danke. So, hier kommen ein paar Erfahrungspunkte, glaube ich. Einsammeln. Ich habe das schon. Das war, als wäre das schon umgefallen, bevor ich überhaupt ihn getroffen habe mit dem Schuss. Ja, versuch's nochmal. Ich wage dich, wage dich. Bald wird die ganze Welt schmerzen. So, hey, guck mal. Sieht irgendwie. Okay. Nun. Und nun, warum kann ich hier raus? Cool. Pff. Okay, ist gut, Leute. So. Ich glaube nicht, dass ich ihn getroffen habe. So, wir kloppen uns noch nicht sofort gegen das Viech, sondern gucken erstmal. Vor allem die Tür ist da irgendwie grün. Von daher kann man die einfach so öffnen. Das ist doch, glaube ich, da, wo das Viech wartet, ne? Wenn man da so hoch geht, dann fällt man da so runter, ne? Hm. Bitte. Ne. Wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Ne, man muss gegen den Kollegen hier kämpfen und ihn besiegen. Ach. Ich will aber nicht. So, da ist noch eine Abkürzung, die würde ich gerne aktivieren. Wir sind das schon mal hier alles erkunden. Hey! Ich bin auf der Durchreise, okay? Ich suche nur noch was zu essen, okay? Ey, wie willst du darauf reagieren? Ah! Wie willst du darauf reagieren? Der macht so drei Schüsse, die da... Die du abwehrst. Ja, da, jetzt kriegen. Boah, ich voll unschön. Na. Ah. Alter. Das ist so eine miese Situation jetzt schon wieder, ne? Du musst doch gleich mal ein Nickerchen machen. Geht das überhaupt? Wenn ich die Augen zumache, sind sie alle weg. Alles klar, gehen wir. So, ich will jetzt irgendwie da hoch. Danke. Aber das hat hier also am Flimmern. Ich will nur die Abkürzung hier aktivieren, ne? Da. Nö. Doch, nee. Kann ich einfach so, kann ich echt so, das sieht irgendwie nicht so aus, als sollte ich hier sein. Bonk. Ja, mir ist das Spiel gerade voll unflüssig. Ich weiß nicht wieso.
Parade, haha. Ja, ha. Ich bin ein. Hi. Kriegen die nur einen Treffer rein? So, irgendwie komme ich ja nicht zu dieser Abkürzung. Wie soll denn da hinkommen? So von außen, ne? Hier ist auch noch so eine Tür. Mal da wisst ihr, wie ich da hinkomme. Das ist von da draußen, ne? Bock. Ich wollte sagen, der ist irgendwie nicht, die ist irgendwie nicht tot gewesen dadurch, oder doch irgendwie. So, hier ist irgendwie noch was. Kann ich hier so ein Ding rufen? Scusi, scusi. Maria, Maria. Offener Weg. Was ist da denn? Da ist auch noch was. Lass mal da eingehen. Aber war ich da nicht schon? Da war ich doch letztens, ne? Ich habe letztens nachgeguckt, glaube ich. Hey, warte mal. Okay. Was sagt mich, soll er nicht sein? Bin ich hier? Ja, da war da, wo ich letztens hier drauf auf die Phrase bekommen habe, ne? Die haben nicht so erklärt, dass der richtige Weg war. Ja, ich kann mich. Schieß auf mich. Ich auf die andere da aufballern, danke. Oh, ich dachte, nach dem einen Angriff geht das schon wieder weg. Danke, wie ihr mir helft. War voll schwierig letztes Mal. Überhaupt. Wie aus, als würde die so ein Revan-Maske irgendwie tragen, ne? Zu schnell. Ja, ich bin zu schnell für dich. Ja, finde ich auch. Sein Name ist BD1. Merkt ihr den Namen? So, was mit dir? Schießt du mal heute auf mich oder? Oh, du bist ein. Da bist du besonders gesperrt. Vielleicht finden wir einen anderen Zugang. Ah. Bestimmt durch diese Vögel, ne? So, jetzt kann ich mich hier mal umschauen. Warum ist denn das Spiel jetzt gerade so am. Komm schon, Neko. Also jetzt nicht in der Aufnahme, das ist auch so irgendwie. Los! So, lass mich mal hier. Oh, ich kann mich da nicht festhalten.
Was? Oder irgendwas. Ja, am Neckos. Ich soll nur irgendwas tun könnte für euch. Boah, ich habe es auch gerade geschafft, hier hochzugehen. Leider nicht. Reicht sogar. Guck mal hier. Oh, ich dachte, ich könnte auch so balancieren. Was haben wir hier? Eier. Eier, wir brauchen Eier. Okay. Ist es so besser? Brava, Neko. Level up. Bleib einfach hier, ja? Und sei still. Ich bin sicher, es gibt keinen Grund zur Sorge. Ich glaube, da kann man gar nicht aufmachen, ne? Ja, irgendwo habe ich gerade so einen Enterhaken gesehen. Duh. Da war alles hier drin. Und schon, ich habe gerade doch hier. War doch grün. Ja, wollte schon sagen. Datum hier rot. Oh, was? Oder was? Oh, was? Aber tun die Viecher immer irgendwie. Okay. So, irgendwie ist aber nicht mehr für mich zum Erkunden. Warte mal, da drin ist irgendwas. Nice. Ja. Oh. Oh, jetzt kann ich hier, kann ich das hier aufmachen. Wo muss ich dich reinpacken, Kollege? Oh, dann mache ich das Tor auf. Dann geht das Ding nach oben. Oh, warte mal. Ich glaube, ich weiß. Ich habe eine Idee. Und zwar du. Deswegen sind ja auch zwei, ne? Hey, mein Freund. Mal hier und du bringst Papa wieder nach oben. Ja, dann hole ich mir das Ding. Nein, jetzt geht er schon wieder darum. Blödes Viech. Ja, so hat von geklappt, nicht wahr? Ja, wollte schon sagen. So. Komm schon, Neko. Und nun. Was mache ich jetzt? Hier, ne? Los. Ich hab Ding hier jetzt irgendwie. Bonk. Und einen Moment.
Aber der geht ja nicht. Ja, geht wohl. Du bleib mal hier. Moment, machen wir ein paar so Big Brain Moves hier, ne? Na, da kommst du mal hier hin, ne? Und du? Du kommst hier hin. So. Dann machen wir das hier raus wieder. Dann packen wir dich hier rein. Dann wird schon irgendwas bringen, ne? Ich weiß nicht genau, warum wir das da hochbringen sollen, aber wird schon was bringen, ne? So, gibt es ja auch irgendwas anderes noch zu erledigen? Ich glaube nicht, ne? Abkürzung, das ist doch keine Abkürzung. Nö. Jetzt gehen wir da hoch. Und jetzt haben wir das Pferdchen da oben. Ich weiß nicht, wieso wir das Pferdchen da oben jetzt haben, aber irgendwas wird das ja schon bringen, ne? So, jetzt können wir da hoch, ne? Mal hier. Ja, Frage ist, wieso habe ich das gemacht? Wo bin ich hier? Ah, sehr geil. Neuen Bonus-Slot halten. Nice. Da geht es noch höher. Und das ist eine Abkürzung. Oh, Gott sei Dank. Ja, da war nicht schlecht, ne? Ich würde schon fast sagen, da wäre nicht jeder drauf gekommen, der hat Spiel spielt, ne? Aber ich habe einfach nur gesehen. Boah. König der Welt! BD, halt mich fest! Ich habe eine neue Boni-Leiste, ne? So, einmal ist das Erfahrungspunkte Dingen, ne, da brauche ich natürlich nicht ausnehmen. Einzige, was ich ausrüsten kann, ist die Blockanzeige, ne? Ja. Sehr geil. Wohin führst du mich? Weil nicht. Ich habe ja jetzt so gut wie keine Erfahrungspunkte, deswegen würde ich schon fast sagen, wir versuchen mal das Viech nochmal, ne? Jawohl. Upp. Nein, das wollte ich nicht. Da können wir ja nochmal versuchen, gegen dieses Octobokto-Viech zu kämpfen, ne? Wenn ich da irgendwie hinkomme, so. So unbeschadet. Nur um mal zu gucken, wie weit wir so... Ich weiß auch gar nicht, wie man da hinkommt. Man muss so von oben dahin. Das weiß ich noch. Und dann kommt da irgendwie so eine Plattform, die nach... die kaputt geht, ne? Oder irgendwie sowas. Und dann irgendwann beginnt der Kampf. Ich erinnere mich da sehr, das ist sehr nervig, dahin zu kommen. Was soll man machen, ne? Boah. Ja, und dann auch unbeschadet dahin zu kommen, ne? Aua. Hat doch geblockt. Boah, willst du mich? Schieß doch einfach.
Oh, er spielt weiter. Na. So, hier kommt man da hin, ne? Ich weiß nicht, ob ich die töten soll. Ich sollte ihn vielleicht am Leben lassen, ne? Meins. Octobrot. Ja, die sind gar nicht runtergefallen. Cool. Au. Nee, da wird nichts. Da habe ich mit zwei Schlägen kaputt und der macht irgendwie nur rote Angriffe, habe ich so ein Gefühl. Den schaffe ich nicht. Den schaffe ich wirklich nicht. Den Rancor könnte ich noch mal versuchen. Ich glaube, der war ein bisschen sanfter. Ach, da muss ich jetzt mal gucken, wo der ist, ne? Also ich finde hier noch irgendwie was Cooles. Na, guck mal, was hier noch ist. So, Meditationspunkt, Waldanlage. Lass mich da ein Dings machen, weil ich... Pass auf, ich werde den jetzt wieder nicht finden. Waldanlage. Waldanlage. Waldanlage hieß das. War ganz am Anfang. Da. Wow, ich habe sogar mal gefunden. Ja, also nee, das Viech, das kriege ich noch nicht hin. Da ist mir doch zu tough. Und zwei Schläge und ich bin weg. Nee. Da wird für eine Weile lang nichts mehr. Ach, hier ist das. Ah, ich dachte, das wäre ganz am Anfang irgendwie. Ja, dann ist hier irgendwie was. Die Viecher sind hier, genau. Komm ich da hin? Ja. Truhe. Ja. Jäger. Ich glaube, da waren Farben, aber ne. Okay. Ja, was gefunden. Den Rancor könnten wir ja mal versuchen, ne? Und so ein Vergleich. Ich muss ja mal so gucken, wie stark die Viecher noch mal sind. Mal zu gucken, so wie lange ich brauchen werde, um die zu erledigen. So, oh, 97,1 erkundet, aber noch 12 Sammelobjekte, die ich nicht gefunden habe, wie zum so, da muss ich jetzt aber erstmal gucken, wo das Viech noch mal ist. Hier ist noch ein Ort. Ne, da ist der Boss, ne? Ja. Rancor. Wo ist das Gerücht hier? Ja, der sagt mir jetzt nur, wo das hier ist. Naja, weil ich habe doch irgendwo da einen Meditationspunkt in der Nähe gehabt, ne? Guck mal, ob ich den finde. Er ist irgendwo so eine Höhle, ne? Irgendeine Höhle ist das. Natürlich, ich glaube, das ist das sogar, ne? Das ist halt Gerücht, ja. Könnte sogar sein. Ich meine, der Rancor hat mir nicht so viel Schaden gemacht. Ich glaube, ich habe den sogar ein bisschen was angezogen, ne? Ich mal gegen den gekämpft habe. Ah, ist sogar hier. Hi, na, kann ich dich? Nee. Ich glaube, damit werde ich den meisten Schaden machen, ne? Okay, ich bin noch nicht tot. Gib mir den Stoff. Boah, der macht aber auch dicke Schaden.
bestimmt zu mir. Renko als so zweiter, als so erster Boss. Okay, ja, ich habe so das Gefühl, den könnten wir vielleicht schaffen, wenn wir uns hier so jetzt fokussieren, konzentrieren und so, ne? Wir müssen halt einfach nur alles ausweichen, was der hier auf uns drauf wirft. Oh mein Gott. Wer war das? Oh. Ja, toll, hat er auch eine Ausdauer-Anzeige. Ich glaube nicht, dass ich irgendwann die auch mal gebrochen krieg. Oh, was zum? Ich glaube nicht, dass ich die irgendwann mal irgendwie kaputt krieg, ne? Ich spiele übrigens auf Jedi Großmeister, ne? Für einige Leute, die jetzt hier so einschalten, so nebenbei. Falls ihr euch wundert, warum ich hier mit einem Schlag hier weg bin, ne? Und so viel Schaden nehmen und was weiß ich nicht alles. Ah, oh, ich war zu weit. Oh, ich hätte vielleicht gedacht, vielleicht fällt denn irgendwann auf den Kopf oder so. Oh mein Gott, nee, ich bin tot. Ja, ich hau den einen so eine Combo rein und dann hau ich wieder ab. Ja, also wieder dazu. Ah. Gib mir das mal. Weiß nicht, ob das der richtige Zeitpunkt war, halt aufzunehmen, aber was soll's. Oh mein Gott. Ah. Ah, zu weit. Weil ich im Kampf bin, verbraucht das auch noch Macht, ne? Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich wünschte, ich hätte etwas Macht. Ah. Ja, ich habe wieder etwas Macht. Oh. Kann ich mein Machtziel ändern? Ich glaube, zwei Lichtschwerter mehr, glaube ich, irgendwie besser hier gerade, ne? Ich glaube nicht, ob ich das hier machen kann, aber doch kann ich. Aber ich bin sowieso mit zwei Schlägen weg. Dann kann ich auch versuchen, ja, mal mit zwei. Dann mache ich auch mehr Schaden, glaube ich, ne? Ich weiß es aber nicht. So, den kriegen wir aber. Ich glaube, ich mache sogar weniger Schaden jetzt, was? Ah, ich wollte dieses... Ich wollte den Dings hier... meine HP hier aufladen. Was ist das? Nein! Ich weiß nicht, was dieser Angriff ist. Weil der macht mich wahrscheinlich mit einem Schlag weg, ne? Ich weiß nicht, tut springen irgendwie. Ja, ich glaube, springen ist irgendwie besser so, ne? Aha. Heilen. Oh, soll ich das machen? Danke. Na schon. Ah. Oh Gott, ich weiß nicht, warum ich hier gesprungen bin. Nein, 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 nein. Oh Gott, ich halte nicht rein. Komm.
Komm, mach diesen einen Angriff, den kann ich voll einfach ausweichen, diesen roten. Nein, nicht diesen roten. Jetzt wissen wir, was die Prospektoren getötet haben. Ich bin der Beste. Was mitten in der Nachbarschaft? Oh mein Gott. Gib mir das. Sehr cool. Und noch ein Level up bekommen übrigens. Das fand ich auch sehr schön. Zertrümmern, neuen Bonus erhalten. Cool. Oh, Knochen. Okay. Boah. Ich bin so stark, ich mache die Steine schon kaputt. Nehme ich mal die rüberlaufe. Hey. Ach, das ist. Ja, das ist er. Okay. Cool. Oh. Glücksgefühl. Schön. Okay. Wir haben einen neuen Bonus, wir haben ein Level up. Tut der Ranker ja respawnen, wenn ich jetzt mich ausgeruht habe. So, überleben bin ich mir ziemlich sicher, hatte ich schon alles, ne, was ich haben wollte. Blockanzeige fühlt sich schneller. Nee, ein Schwert. Ich könnte mal hier auf einen so ein Ding hier. Aber jetzt sind alles nur so Kombos, ne? Hm. Ich habe lieber so passive Sachen. Die sind wenigstens immer aktiv. Okay, Chaos maximale Macht erhöht sich nur ein wenig. Ja, nehmen wir das. Kann ich öfter mein Lichtschwert noch werfen. Und nochmal. So, dann habe ich noch einen Boni freigeschaltet, den ich wahrscheinlich ausrüsten kann, weil ich nicht Dingens habe. Ne, nicht genug Punkte. Dafür die gehen schon abwärts, wo ich... ist bestimmt sehr gut, aber ne. Oh, ich sehe meine Macht hier nicht. Aber okay, cool. Ja, wir sind hier noch was erledigt, ne? Dann wüsste ich jetzt aber auch nicht mehr, was wir noch machen sollen im Moment. Wir können ja mal jetzt zu Doma oder wie auch immer die hieß noch mal hingehen, ne, und irgendwie so ein paar Sachen kaufen oder Datendisk abgeben. Die Datendisk habe ich eigentlich gar nicht gefunden, ne? Lass mich mal hingehen. Ich würde schon was sagen, wir können dann beim nächsten Mal doch hier die Story weitermachen, ne? Und jetzt habe ich schon alle Gerüchte hier erledigt, ne? Und ich habe, weil ich so einen Sohn, ich würde den schon so als kleinen Superboss irgendwie so einstufen, ne? Und ja, ich bin hier zu Hause. So, Gerüchte hatte ich jetzt nichts mehr, ne? Cool. Okay, dann gehen wir mal die Klumpen ab. Bin ich richtig? Hm? Wir sollten uns waschen. Okay. Was ich eigentlich gerade noch mal für eine Trophäe? Ah ja, König der Welt, ne? Na, gehen wir mal ein paar unserer so, gibt es irgendwie neue Gerüchte? Ich glaube nicht, ne? Schön, dich zu sehen. Ey, yo, was geht? Ich habe gerade einen Ranker geschlechtet. Knie nieder von mir. Na, jetzt habe ich sie ja angesprochen und nicht. Ohne sie ist kaum vorstellbar. Keine Sorge. Das Ding ist robust. Na, aber ich mal. Grease würde der Vergleich seines Schiffs mit einem Banter nicht gefallen. Sehe ich aus.
Als wäre mir wichtig, was er von mir hält. Nein. Genau. Das gehört zu meinen Favoriten. Ich hab schon bald hier alles gekauft, wenn er so weitergeht. Ja. Ja, bitte sehr. Ich wusste, dass du das nimmst. Ja. Zwar bereit für das Mad Max Land. So, gibt's hier echt nichts mehr zum Erkunden? Hier gibt's noch was. Ne, da war das mit dem Schild schon wieder. Ja, da war schon wieder hingegangen. Ja, mehr gibt's ja auch eigentlich gar nicht mehr, ne? Können wir ja eigentlich nächstes Mal, wenn wir Story ein bisschen weitermachen. Ich kann mir ja zwar nicht vorstellen, dass ich erst die Hälfte des Planetens hier erkundet habe, aber anscheinend ja, ne? Hier ist noch was. Verlassener Damm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das übersehen habe. Das ist ja direkt davor. So, warum kann ich hier irgendwo so Meditationspunkt direkt sein? So vor dem Saloon oder so. Öffnen. Na so, boah. Ich vergesse das jedes Mal. Ich möchte mich schon auf die Dächern hier so ab. Durch. Ja, anscheinend schon. Das ist eine leere Truhe gewesen, also nehme ich mal an. Ist da oben irgendwas? Hört. Machen wir einen Ausritt, BD. Na los! Oh, ich hätte gedacht, ja, warte. Mein Lichtschwert kann ich auch mal wieder ein bisschen ändern, ne? Aber muss jetzt nicht. So, was hab ich gesagt? Verlassener Damm, ne? Gott, verlassener Damm. Gibt's in Genshin auch gottverlassener Tempel, dieser gottverlassene ja. Oh, der ist auch ja die war wow. War da mit dem Text gerade, aber wie habe ich denn das, da kann ich doch nie, da wird es irgendeinen Grund geben, warum ich das noch nicht gemacht habe, ne? Weil es direkt hier darunter. Oh, ich glaube, ja, hier runter bin ich noch nie gegangen, glaube ich. Ich hätte gedacht, hier wäre tot. Nee. Hey, kein schlechter Fund. Mal hier. Voll offensichtlich sogar. Ich wollte schon sagen, gib mir jetzt nicht neue Haare. Ich habe gerade neue gekauft. Was schon wieder gefunden, BD. Ja, was denn? Ja. Schon sagen, was du gefunden hast, Kollege. Ha! Guck ich mal an, wie groß meine Machtleiste jetzt ist, ey. Da mehr Upgrade gerade geben, ach so, mehr Boni, ne? Zertrümmern. Ja, wie groß kann denn meine Macht dann noch werden? Wie mächtig kann ich dann noch werden? Ich muss schon sagen, das ist jetzt nicht auch noch ein Upgrade, oder? Oh Gott, ich habe ihn lang berührt. Ich habe ihn berührt. Ah! Was, betrunkener? Aber da ist schon wieder was ich nicht machen kann. Alter. Okay.
Das schaffe ich da sowas von. Aua! Guck mal, ich hier schon wieder gefunden habe. Schön. Gesundheit, Macht, neuer Boni, mehr Boni. Level up. Fähigkeit, Punkt. Okay. Hilf mir bitte. Besser. Weiß nicht, was ich da übersehen habe. Was habe ich denn da getrunken? Dass ich halt erstmal durchgegangen bin. Ah! Was zum. Okay. Wie soll man diesen Schuss ausweichen? Oh, das. Oh Gott. Warum sind die auf einmal hier aufgetaucht, Mann? Ein Fähigkeitspunkt behalten. Ich bin jetzt mächtiger. Jetzt keine Chance mehr gegen mich, Mann. So, wo noch? Ihr seht auch irgendwie nur so aus. Ja, da war ich doch schon. Unentdecktes Gebiet, da war ich doch schon. Wenn da geöffnete Truhe ist, dann war ich da definitiv schon. Ja, so wie es aussieht, geht es in der nächsten Folge mit der Story weiter, weil irgendwie gibt es ja nicht viel mehr für mich zu erkunden. Ich könnte auch das Viech versuchen, aber man hat ja gesehen, wie das funktioniert hat, ne? Ja gut. Ich finde jetzt ja auch irgendwie nichts mehr, ne? Gut, dann würde ich sagen, ich meditiere mal, ne? Beim nächsten Mal sehen wir uns dann bei der Mantis. Kann ich irgendwie noch fähigkeitenmäßig was holen? Überleben habe ich schon alles, was ich haben wollte, ne? Guck trotzdem noch mal. Blockanzeige fühlt sich schneller. Ausfallschlag reicht jetzt weiter. Welcher ist das? Ist das dieser, wenn ich sprinte? Oh ja, den benutze ich ja nie. Oder kann ich doch schon. Okay. Haben wir hier zwei Blasterpunkte hier hintereinander zurückzuwerfen. Hm. Einen einzelnen Gegner ausführen. Was ist das denn? Geil. Oh, das ist der Darth Maul Move von Battlefront 2. Ja, das sind immer so fancy Sachen, die an so im Kampf denke ich nicht an sowas, ne? Meint ihr, ich drücke irgendwas anderes aus auf 4? Kreis erhöht, wie viel Macht durch ein erfolgreiches Präzisionsausweichen hergestellt wird. Das ist so das, wo man irgendwie so im richtigen Moment irgendwie Kreis drücken muss und dann kann man irgendwie, weil nicht so Ultra Instinct irgendwie mäßig ausweichen, ne? Das schaffe ich doch nie im Leben. Kampf. Ihn angreifen, wenn sie verwirrt sind. Widerstandskraft. Also, Blockanzeige habe ich jetzt eigentlich auch keine Probleme mit. Ich brauche eigentlich nur noch Macht, ne? Verlängert die Dauer von langsamen bei Gegnern. Aber ich dachte immer, wenn man dieses Verlangsamen einsetzt, dass das sofort abklingt, wenn man irgendwie den Gegner trifft einmal. Scheint aber nicht so zu sein, ne? Das einzige, was jetzt hier noch interessant ist, ist das hier, finde ich. Dann hier. Nee.
Ja, hier sind auch noch andere Sachen, ne? Also im Moment wüsste ich jetzt nicht, was ich hier noch holen soll, außer jetzt hier noch mehr Macht, ne? Ich meine, Lichtschwert noch öfter werfen kann, ne? Aber okay. Gut, dann würde ich sagen, das war's dann. Mir jetzt nicht. Ich glaube, ich hatte keine Datendisk, um irgendwie was zu kaufen, ne? Ja, mal gucken, ob mein Garten irgendwie ein paar Pflanzen irgendwie jetzt hat, ne? Ich weiß ja nicht, wie lange das dauert. Ja, was das überhaupt bringt. Gegenstände gefunden. Ja. Oh nein. Was war ich hier eigentlich schon alles? Das ist ein bisschen so weiträumig. Ich finde es auf jeden Fall gut, wenn man jetzt Schnellreisen hat in dem Spiel. Ich meine, im ersten Teil war das nicht so, ne? Da war ja absolut kacke. Also du willst hier... War ich hier schon drin? Also du hast ja irgendwie so eine Sache verpasst oder so, ne? Und versuchst sie irgendwie ja nachzuholen. Dann musst du durch den gesamten Planeten nochmal durchrennen. Ich meine, das war im ersten Teil so, ne? Ersten Tag konnte man sich, glaube ich, nicht irgendwie teleportieren. Wenn ich mich nicht irre. Wo ist denn dieser Typ überhaupt? Ist auch egal, keine Ahnung. Gut, ich würde dann sagen, das war's dann für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir in der Story weiter, versprochen. Weil im Moment wüsste ich jetzt nicht, was hier noch so ist, ne? Was wir machen können. Da kommt bestimmt noch irgendwie was. Aber im Moment scheinen wir ja fertig zu sein. Von daher sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski. Rückwärtssalto. Ciao. Dreh dich gefälligst um.